Alle schauen bewundernd nach Israel, weil das Impfen dort so rasch von sich geht. Sind Sie schon geimpft worden? Ich hatte das Glück, bereits vorgestern geimpft zu werden, ja. Und wie funktioniert das in Israel? Könnten Sie mir das beschreiben? Eigentlich, ich bin ja noch nicht in der Kategorie der Menschen drinnen, die bereits berechtigt sind, sich impfen zu lassen. Im Moment werden nur Risikogruppen geimpft. Das sind die über 60-Jährigen und die medizinische Probleme haben oder vorbelastet sind. Es ist allerdings so, dass jeden Tag, wenn Ampullen geöffnet werden, und eine Ampulle ist für, wie ich jetzt verstanden habe, für 5 bis 6 Impfdosen, also beinhaltet 5 bis 6 Impfdosen. Wenn etwas am Ende des Tages übrig bleibt, müsste dieser Impfstoff weggeschmissen werden, da er ablaufen würde. Und dann, wenn man dann das Glück hat und sich entsprechend angestellt hat als junger Mensch und dann zum Zug kommt, dann hat man auch die Möglichkeit, bereits in meinem Alter, da ich 32 Jahre alt bin, auch sich bereits jetzt schon impfen zu lassen. Es haben sich bis jetzt bereits schon über 1 Million Israelis impfen lassen. Das sind großteils diejenigen, die in diese Risikogruppen fallen. Aber auch ein paar wenige Ausnahmen, also jüngere Leute, inklusive mir, hatten bereits das Glück. Mittlerweile sind wir, glaube ich, jetzt schon bei über 150.000 Impfungen am Tag angekommen. Der Plan ist, dass bis Monatsende doch bis zu 1/4 der Bevölkerung bereits geimpft sein soll, wenn alles jetzt weiter nach Plan verläuft. Sind das Impfzentren oder? Also im ganzen Land, das ist flächendeckend. Also es wurde ganz groß beworben, auch dass das eben nicht nur in den Ballungszentren, nicht nur in Tel Aviv und in Jerusalem passieren soll, sondern bis ganz rauf in den Norden beziehungsweise in den Süden nach Eilat wurden riesige Impfzentren aufgebaut. Wir haben hier in Israel 4 Krankenkassen, 4 staatliche Krankenkassen, die einen wirklich unglaublich tollen Dienst im Moment leisten. Tag und Nacht arbeiten. In Israel ist ja Schabbat, Samstag der Ruhetag. Und an diesen Tagen sind Gesundheitszentren in der Regel nicht offen, mal abgesehen von den Krankenhäusern natürlich. Allerdings, jetzt mit dieser Impfkampagne geht alles wirklich schnell gehen. Das heißt, es wird hier auch am Schabbat, auch am Samstag und Freitagabend gearbeitet. Ich wurde Freitagabend geimpft. Das war mein sozusagen Glück unter Anführungszeichen, dass ich mir gedacht habe, vielleicht ist heute ein Abend, wo eher weniger Leute hinkommen werden und siehe da, ich hatte Glück. Und die 4 Krankenkassen haben im ganzen Land riesige Impfzentren, teilweise in Fußballstadien und anderen größeren Eventhallen und Zentren aufgebaut.